Ich will mich deiner Prüfung stellen. Gut, dann geh zum Nordweststrand in die Nähe des Reaktors. Dort wird ein aus Erz und Stein geschmiedeter Wächter auf dich warten. Es steht dir frei, wie du ihn besiegst. Doch ich rate dir, die magische Kraft des Feuers zu entfesseln, die ich dich lehren kann. Okay. Der Scheiß ist heiß. Was? Was kannst du mir beibringen? Frag mich einfach. Magie sicher lernen. Kampfmagier, da haben wir den ja schon. Können wir das? Nahkampf 50? Müsste eigentlich... Geht das? Ich möchte raffinierter zaubern können. Der Trick ist es, den Fokus, den dein Selbst auf das Wirken der Zauber legt, mit deinen Bewegungen zu verbinden. Wenn du dich mehr bewegst beim Zaubern, sollte es besser klappen. Probier es direkt mal aus. Okay, mehr bewegen. Gut zu wissen, die Angriffsgeschwindigkeit deiner Nahkampfzauber verbessert sich. Magie 50, List 30, Schulter 2000 Gold. Meistermagier, dein Körper erholt sich nach Anwendung, das kennen wir ja schon, das wollte man... Haben wir das nicht? Wollten wir das nicht? 2000. Ich möchte meine Zauber schneller wieder einsetzen können. Okay. Aha, und Banntänzer, die Angriffsgeschwindigkeit deiner Nahkampfzauber verbessert sich. Ich möchte schnellere Magieattacken wirken können. Okay. Okay. Du hast eine besondere Bindung zu den Kräften der Kristalle. Dein Kristallmagietalent steigert sich um 10 pro Stufe. 500 Gold, Magie 30. Feuer oder Eis, Pest oder Fluch. Dir ist das egal. Es gibt nichts, mit dem du es nicht aufnehmen kannst. Steigert dein magischer Talent, dein magiesicher Talent um 10 pro Stufe. Ich möchte die Kristallmagie besser beherrschen. Okay. Okay. Kristallmagie steigern, 1000 Gold. Dafür bin ich nicht gut genug. Okay, habe ich mir fast gedacht. Geist 40. Warte mal, ich trinke mal einen Schluck Wasser gerade. Huch. Ah, köstlich. So. Ich würde trotzdem noch gern wissen. Okay, ich kann damit blocken. Ich blocke irgendwie nie. Hey Gordon! Übrigens. Ich habe die Lieferung, die du wolltest. Na, wer sagt's denn? Dachte schon, du hättest dich mit dem Gold über alle Berge gemacht. Damit hast du uns allen hier einen großen Dienst erwiesen. Ich habe zwar kaum noch Gold übrig, aber das sollst du haben. Ja, wir haben trotzdem 18 magische Kristalle ist gut, aber wir haben 200 Gold drauf bezahlt, egal. Bring mir etwas bei. So, Talismane herstellen, magische Ringe und Amulette herzustellen. Bräuchten wir eigentlich auch, damit wir diesen einen Ring herstellen können. Bring mir bei, wie ich Talismane herstellen kann. Zuallererst brauchst du die Zutaten und einen geeigneten Ort, wo du die Ruhe hast, alles zusammenzusetzen. Das Herstellen von Talismanen ist viel mehr Gefühlssache als bloße Wissenschaft. Probier einfach mal ein bisschen herum. Das mache ich. Kann ich das vielleicht hier drin machen, irgendwo? Werkbank? Ich bin kein Waffenschmied. Das sehe ich aber anders. Gewöhnliche Waffen, ja, ist ganz toll. Schmiede. Hier wollte ich nichts mehr machen. Mit einem Degen kann man fechten, wir fechten aber nicht. Wo kann ich denn hier Goldschmiedearbeiten vollziehen? Geht das hier überhaupt irgendwo? Hey, raus aus meinem Raum! Nicht. Die haben wir schon, ne? Stanleys Truhe ist immer noch verschlossen. Ohne den richtigen Schlüssel wird das nichts. Stan Lee. Da sind wahrscheinlich Spider-Man-Comics drin. Wie kommen wir denn an Stanleys Schlüssel? Und kann ich hier vielleicht was... Da kann ich nichts schneidern. Ich würde wirklich gerne wissen, wie ich die Sachen ausrüsten kann. Normaler Wächter, ein Kadett, noch ein Kadett. Zuhören! Immer auf den Nebenmann achten! Ihr müsst euch gegenseitig decken! Im Angriff gewinnt ihr den Kampf, aber mit der Verteidigung den Krieg! Das Zusammenspiel muss stimmen! Achtet auf das Schlachtfeld! Mehr aus der Tiefe des Raums zaubern! Aha! Aus der Tiefe des Raums zaubern, okay. Das ist natürlich ganz fantastisch. Hab ich eigentlich, nur mal ganz kurz... Handschuhe haben wir nicht, ne? Ich dachte gerade, vielleicht kann man die Handschuhe irgendwie, aber... Verstehe ich nicht. So, fragen wir mal, ob das mit dem Schmied genug war oder was wir als nächstes machen sollen.
Bin ich bereit, zum Wächter befördert zu werden? Lass mich überlegen. Du hast mich im Kampf besiegt. Das zeugt von deiner Kraft. Ich habe gehört, dass du einen Schattenlord getötet hast. Ja. Sehr beeindruckend, aber das alleine wird nicht reichen. Ich weiß. Gordon sagt, du bist für ihn bis nach Kalador gereist, um besonderes Erz zu holen. Das können wir gut gebrauchen. Du hast noch nicht genug für unsere Gemeinschaft getan, Ich frage mich, was die Wächter wohl getan haben. Keiner hier hat irgendwie jemals einen Schattenlord oder sonst irgendwas. Geh weg. Downs-Syndrom. Können wir mal am Arsch lecken. Magier. Ihre Ziele mögen vielleicht was taugen, aber... Aber was? Naja, sie sind mir eben etwas zu spießig. Ja, hast du auch recht. Die sind so stoffig. Hey, Erasmus. Übrigens. Ich gehöre jetzt zu euch. Was? Ja? Ach so, stimmt. Du gehörst ja jetzt zu uns. Warte mal kurz. Geh nicht weg. Ich muss dich was fragen. Ja. Aha. Was wolltest du fragen? Was? Du bist ja noch hier. Okay. Warte. Du musst wissen, ich habe gerade ziemlich viel um die Ohren. Mhm. Es wurden Quarze gefunden. Ich bin mir nicht sicher. Wie? Ja. Was für Quarze? Quarze? Ach so, ja. Sie sind zusammen mit dem dunklen Land aufgetaucht. Jeder von ihnen hat ganz besondere Eigenschaften. Aha. Wofür sind die Quarze gut? Tja, das ist eine gute Frage. Wir wissen es nicht. Aber viele Quarze haben magische Eigenschaften. Vielleicht sind sie nützlich für uns. Okay. Wo befinden sich die Quarze? Wo sie sich... Habe ich das nicht schon gesagt? Sie befinden sich im dunklen Land. Du musst wissen, sie sind sehr selten und befinden sich meistens an nur schwer erreichbaren Orten. Zumindest, soweit ich das sagen kann, von nur einem gefundenen Quarz. Komm zur Sache. Ja. Warum eigentlich nicht? Was hältst du davon, wenn du mir ein paar dieser Quarze bringst? Ich würde auch über eine Beförderung nachdenken, wenn du das hinkriegst. Natürlich, also. Ich werde die Quarze für dich finden. Du wirst einiges an Geschick brauchen, um die Quarze zu finden und zu bekommen. Hier, nimm diesen Zauberspruch. Damit wird es dir möglich sein, auch die entferntesten Quarze zu erreichen. Damit du sie nicht übersiehst, könntest du dir zusätzlich ein paar Astralsichtprismen besorgen. Manche dieser Quarze werden unter dem Einfluss verschiedener Astralsichten besser sichtbar. Ja, das wäre tatsächlich mal sinnvoll. Für die Kristalle wäre diese Astralsicht sinnvoll. Ich wüsste nur gern, wie ich die Zaubersprüche aktiviere. Verdammt, ich finde es einfach nicht. Welche Astralsichten brauche ich? Du brauchst gar keine. Es würde dir die Suche nur erheblich erleichtern. Du musst in die dunklen Länder von Taranis, Kila und Kalador gehen. Du brauchst den Blick des Goldes, den Blick der Magie und den Blick des Alchemisten. Damit solltest du für alle Eventualitäten ausgerüstet sein. Geh und sprich mit Ilvar. Er wird dir sagen, wo du die Prismen finden kannst. Alles klar. Ah, ich freue mich. Die Sprich mit Ilvar, Prismen, Pipapo, da müssen wir schon wieder die Schattenländer bereisen. Och. Ich habe noch ein paar Fragen zu den Quarzen. Wo werden die Quarze mit dem Blick der Magie sichtbar? Ah, da wirst du wohl nach Kila ins dunkle Land gehen müssen. Das passt leider nicht ganz in meine Theorie. Vielleicht liegt das an dem starken Voodoo der Kila. Nein, das kann nicht sein. Jedenfalls habe ich bereits einen Astralquarz von Kila. Dieser strahlt sehr starke Magie ab. Also solltest du dort den Blick der Magie benutzen. Auf Kila kommen wir ja noch gar nicht ins dunkle Land. Wegen den Quarzen. Ich habe die Schattenquarze gefunden. Sehr gut gemacht. Gib sie mir. Dankeschön. Ich freue mich. Ich habe die Goldquarze gefunden. Ah, Goldquarz. Gut, gut. Vielleicht komme ich mit deren Hilfe ja doch noch hinter das Geheimnis des Goldes. So, das waren noch nicht alle Quarze. Ich glaube, wir haben Schatten und Gold. Dann fehlt noch... Habe ich vergessen. Das andere da. Das kriegen wir aber auch noch hin. Hast du noch etwas für mich zu tun? Lass mich nachdenken. Du könntest... Ja.
Wir haben einige Wächter ausgeschickt, um Kristalle von anderen Inseln zu sammeln. Du musst wissen, dass Kristalle sehr stark von ihrer Umgebung beeinflusst werden. Dementsprechend entwickeln sie auch andere Eigenschaften. Diese Expeditionen sind von sehr großem Interesse für uns. Okay. Lass mich raten. Ich soll die Kristalle für dich suchen. Ehrlich gesagt, nein. Ich will, dass du nach Kalador und Kila aufbrichst und dort unsere Wächter suchst. Du solltest entweder auf Jakob oder auf Horatio treffen. Ich habe leider vergessen, wen ich auf welche Insel geschickt habe. Aber du wirst sie schon finden. Ich will, dass du zu ihnen gehst und nachsiehst, wie ihre Expeditionen vorankommen. Ja, ich werde abermals überall hinreisen. Ich werde zu den Expeditionen gehen und für dich nachsehen. Sehr gut. Ich werde auf deinen Bericht warten. Natürlich wirst du das. Die Expedition der Magier. Ich freue mich sehr. Zaubersprüche Feuerregen. Magisches Feuer regnet auf deine Feinde herab. Gefällt mir gut. Zeige mir, wie ich einen Feuerregen beschwören kann. Sei vorsichtig damit. Das ist kein Spielzeug. Natürlich nicht. Ich weiß eh nicht, wie man das einsetzt. Von daher ist es mir auch egal. Was kannst du mir beibringen? Frag einfach. Kristallmagie steigern, Meistermagie, Meistermagier meistern, Magie 80, Geist 60, Hammer können wir noch nicht machen, 4000 Gold. Ich brauche noch dringend Gold übrigens. Können wir den Reaktor jetzt starten? Warum nicht? Ich habe meine Forschungen abgeschlossen und die Monolithen sind bestückt. Ja, das ist ein guter Zeitpunkt. Ich denke, du willst bei dem Schauspiel dabei sein, klar, oder? Klar, klar. Dann folge mir. Wir haben schon genug Zeit vertan. So, ich habe alles vorbereitet. Der Reaktor müsste jeden Moment starten. Oh oh. Jetzt müssen wir nur noch warten und schauen, was passiert. Oh oh. Oh oh. Oh oh. In der Tat. Das ist überwältigend, nicht wahr? Ich muss sofort herausbekommen, wie stark wir den Energiefluss belasten können. Wenn du mich jetzt entschuldigst. Was? Du musst dich wieder deinen Studien widmen. Ja, richtig. Also... Ah, ich sehe, Meister Erasmus hat es geschafft. Das ist schön. Der Reaktor funktioniert. Ja, Erasmus ist schon ein Teufelskerl. Ich bin Zacharias, der Schirmherr dieser Kolonie. Und wen haben wir hier? Nun, ich bin neu hier. Ich bin hier, um dich zu sehen. Ich kämpfe gegen die Schatten, um meine Seele zu retten. Ja, aber im Grunde genommen... Ich bin neu hier. Das sehe ich. Aber was willst du auf meiner Brücke? Nun, Ich habe die Monolithen aktiviert. So, du bist also Erasmus' Beauftragter, ja? Könnte man so sagen. Ah, ja. Dann bist du der Mann, von dem sie hier alle reden. Mir wurde schon von deinen Taten berichtet. Du bist der Pirat aus Antigua. Deine Informanten arbeiten gut. Du hast einen weiten, beschwerlichen Weg hinter dir. Und wie mir zugetragen wurde, hast du dich dazu entschlossen, Wächter zu werden. Ja, richtig. Warum hast du das getan? Nun... Ich hoffe, bei euch Magiern Hilfe zu finden. Hilfe? Wofür? Ein Schatten hat mir meinen Geist gestohlen. Und ich bin nicht bereit, ihn einfach kampflos aufzugeben. Es gab eine Zeit, wo wir Magier den Glauben an die Götter verkündeten. Das Wohl aller Lebewesen im Sinn und den Glauben an das Gute im Menschen in unseren Herzen. Diese Zeiten sind vorbei, mein Sohn. Die Menschen wissen nicht, was gut für sie ist. Es ist an uns... sie zu ihrem Glück zu zwingen. Heute beschäftigen wir uns nur noch wenig mit so etwas wie Glaube, Geister oder Unterwelt. Wir beschreiten einen weitaus pragmatischeren Weg. Wir werden mit der magischen Kraft der Kristalle das Land wieder von den Titanen befreien. Na, ob das mal hinhaut. Alles, was euch blieb, ist also der Krieg. Darum habe ich den Weg des Wächters gewählt, Meister. Unsinn, ihr habt hier für die Menschen eine neue Kirche gebaut. Alles, was euch blieb, ist also der Krieg?
Nein, natürlich nicht. Uns blieb unsere Arbeit und die Macht der Kristallmagie. Wir müssen mit aller Macht versuchen, die Geheimnisse der Kristalle dieser Insel zu entschlüsseln. Erst wenn wir ein wirksames Mittel gegen die Macht der Titanen haben, können wir das Land wieder zurückerobern. Und wie sieht das aus? Der Reaktor liefert genug magische Energie, um Berge zu versetzen. Seine Aura wird nicht nur die Titanen zurückdrängen. Er wird auch jedes magische Werkzeug, das je gebaut wurde, mit Energie versorgen und aktivieren können. Also wie zum Beispiel unseren Handschuh, oder wie? Magisches Werkzeug? Wir haben hier auf Taranis ein mächtiges Bauwerk einer unbekannten Kultur gefunden. Es scheint die magische Energie dieser Insel auf seine eigene, bizarre Weise zu absorbieren. Wir haben den Zweck dieser Apparatur noch nicht ergründen können. Doch hätten wir nun durch den Reaktor die nötige magische Kraft, es zu aktivieren. Ja, die wissen nicht, ja, ganz genau. Du weißt nicht, was es macht und willst es trotzdem aktivieren? Ist, weiß ich nicht. Du weißt nicht, was es macht und willst es trotzdem aktivieren? Ich glaube, wir haben da einen sehr bedeutenden Fund gemacht. Meine Forschungen sind jedoch noch nicht gänzlich abgeschlossen. Kann ich mir dein geheimnisvolles Bauwerk einmal ansehen? Nun, wo der Reaktor läuft, bin ich kurz davor, meine Arbeit zu vollenden. Es kann nicht mehr viel schiefgehen. Also kann ich es dir auch ruhig zeigen. Folge mir. Die Aussicht ist wunderschön. Wie weit man hier schauen kann. Ist das nicht toll? Frauen. Diese Frau gibt dir gleich was auf die Nase. Die meisten glauben nur das, was sie sehen. Kann ich ihnen nicht verdenken. Ja, das ist wahr. Die Menschen sind schon genug gebeutelt worden. Da ist es schwer, noch Hoffnung zu finden. Doch jetzt ist die Zeit gekommen, in der wir zurückschlagen werden. Huch. Was ein Türmchen, mein lieber Freund. Weiß gar nicht, wo ich zuerst gucken soll. Huch. Ach was. Nein. Er will das Portal aktivieren? Heilige Scheiße. Tja, wieso bin ich jetzt nicht überrascht? Warum zögerst du? Was glaubst du eigentlich, was das da ist? Die Erbauer sind wohl ein fröhliches Völkchen gewesen. Sag mir jetzt nicht, dass ihr... Sag mir jetzt nicht, dass ihr mit den Schatten unter einer Decke steckt. Den Schatten? Was redest du da? Sieht das da etwa aus wie ein Gebäude einer vergangenen Kultur? Was denn? Du hast eine solche Höhle schon einmal gesehen? Allerdings. Und was sie beherbergte, war alles andere als freundlich. Ich weiß nicht ganz, wovon du da sprichst. Wie bitte? Das ist doch nicht dein Ernst. Was ist dann deine... Wie bitte? Das ist doch nicht dein Ernst. Sind euch denn keine Schatten begegnet in dem Ding da? Schattenwesen? Hier oben? Nein, sie kommen über den Seeweg. Am Ende einer solchen Höhle stand bisher immer ein Portal aus reinem Kristall, das direkt in die Unterwelt führt. Es ist der Zugang aus dem Schattenreich in unsere Welt für die Armee der Finsternis. Nein, das kann nicht sein. Das ist Wahnsinn. Du hast eins dieser Portale in dieser Höhle da gefunden, nicht wahr? Das ist, ja. Ich habe eine große Kristallapparatur gefunden. Es ist das Objekt meiner Forschung. Das Portal absorbiert magische... Das Portal absorbiert magische Energie, sagst du? Ein Wahnsinn. Wenn es stimmt, was du sagst, dann ist dieses Portal noch nicht aktiv. Ich muss das sofort prüfen. Wenn du recht hast, wäre das ein großer Durchbruch für uns alle. Jetzt ist nicht die Zeit für deine Forschung. Wir müssen es aufhalten. Geh du vor in die Höhle bis zum Kristallportal. Ich werde dir später folgen. Warte, wo willst du hin? Ich muss erst eine meiner Schriften konsultieren. Wir sehen uns später. Ich glaube dem irgendwie nicht. Ich weiß nicht warum, aber ich glaube dem nicht. Achso, das können wir gleich mal fragen, wenn wir kein Gemüse im Sichtfeld haben.
Ich brauche deine Hilfe bei einem Geisterritual. So, und was genau soll ich dabei tun? Ich brauche einen starken Magier wie dich, um meinen Geist zurückzurufen und ihn wieder an meinen Körper binden zu können. Ich habe wichtige Dinge zu erledigen. Meine Forschung hat absoluten Vorrang. Ich kann unmöglich diesen Ort verlassen, um einem ominösen Ritual beizuwohnen, bevor ich meine Arbeit hier vollendet habe. Natürlich, dann wollen wir mal gucken, bevor wir da reinlaufen. Schauen wir uns natürlich nochmal um. So doof kann er doch gar nicht sein, aber andererseits, wenn er noch nie eine Schädelhöhle gesehen hat, trotzdem... Naja, man sieht ja, dass es ein Schädel ist und das ist meistens keine gute Sache. So, hier ist offenbar ja nichts. Aufs Haus drauf kommen wir auch nicht. Dann nehmen wir uns ein bisschen Schattenfeuer. Ich speichere vorsichtshalber nochmal und dann gehen wir mal in die Höhle rein. Das Portal ist ja eh noch nicht aktiv, angeblich.